und herzlich willkommen auf Darkies Hardware zu eurem neuen oder unserem gemeinsamen neuen Video. Und schön, dass ihr eingecheckt habt. Omnipur Duo Route 12 Radiatorfans, die man aber auch als normale Fans im Gehäuse benutzen kann. Heute ein kleines Unboxing. Sie sind schon verbaut, wenn man es hinten leicht sieht, auf dem neuen System. In einer Packung sind immer zwei Stück drin. Es sind weiß, unverbindliche Preisempfehlung, warum die 50 Euro? Amazon kosten 46. Mit der Drehzahl von 500 bis 1500 und 16,5 Millionen Farben. Wenn ich jetzt nicht alles auswendig gelernt habe, Power Input 4,8 Watt, 5 Volt bis 2,8 Fans. So, was gibt es denn noch? Steht noch was. Und der maximale Airflow liegt bei 56,51. Entschuldigt. Und maximale Lautstärke auf volle Pulle 28 dBA. Sehr leise. Einfach im System hört man hier fast gar nichts mehr. Sind bereits verbaut. Wir gucken gleich dann auch noch mal drauf, dass ihr noch mal einen kleinen Blick drauf werfen könnt. Erstmal packen wir aus, was im Lieferumfang ist, und dann gucken wir sie uns an. Natürlich, wie sie leuchten. Da kann man natürlich verschiedene Farben einstellen. Da habe ich aber momentan ein Problem mit, weil mit meiner Aura sind hier von, da komme ich noch nicht so wirklich klar, aber da lässt sich bestimmt das ein oder andere machen. Momentan läuft sie auf Regenbogenwagen und das ist mir eigentlich auch ganz recht. Aber zu diesem kleinen Unboxing und Video würde ich euch herzlich einladen. Und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Es geht ab jetzt zum Thermetik. Meine Lieblingsfirma mit Feldcheck. So, das sind unsere Duo 12. Noch nicht aufgemacht. Müssen wir mal ein Messerchen holen. Und die schauen wir uns mal an, was da so bei ist. Ich kriege die dann noch mal später noch mal zu sehen, wenn sie denn drin sind, wegen der Ausleuchtung. Aha, wir haben als erstes, wir haben einen Controller dabei. Schaut euch an. Okay, der kriegt SATA. Da kann man dann die Colors einstellen, Modes, Speed und SATA-Anschluss. Zur Verbindung dreipolig. Was haben wir noch? Oder, wir sind schlau, dreipolig 5 Volt, haben wir hier leider nicht. Natürlich noch ein Schnüffelstück, für die, damit sie beide zusammenlaufen. Was haben wir noch? Ah, das sind wieder Radiatorschrauben bei, falls man die dann nutzt. Dann VDG, auch Möglichkeit, ne? Da ist er. Hier ist eine, der eine ist für den einen frei und das ist der dreipolige. Den werde ich wohl nutzen und dann packen wir mal aus. Also Controller werden wir in diesem Fall nicht brauchen, weil ich es über das Board ansteuern möchte. In der Anleitung, wie gesagt, Unboxing, wir könnten nachher kurz noch mal gucken, ist diesmal bebildert der Installationsguide, ja, wie wir die Kabel zu setzen haben. Also das heißt, hier kommt einer oben und kommt einer unten hin, deswegen werden wir das nicht brauchen. Und man kann es natürlich hier auf den Radiator setzen nochmal, ist hier auch nochmal, und connect entweder über den Controller. Hier haben wir mit SATA zu verbinden, die Lüftersteuerung, und hier sehen wir auch, was dabei ist. Die beiden Lüfter, den ARGB-Controller, zweimal Long, achtmal die kurzen Schrauben, Mainboard, Asus MSI, Signal, Bridges, Cable, Mainboard, Signal, Bridges, Cable, Gigabyte. Und PWM Cable, also weicher. Und damit nicht wieder so viele Leute fragen, was nehme ich denn nun, ist das hier sauber hinten abgebildet. Bei Asus haben wir hier dreipolig,
Die sind mit einem frei. Das ist der Heater, der ADD Heater, 5 Volt. Na? Bei MSI heißt das JRA Rainbow, also J Rainbow, auch nochmal gekennzeichnet. Und bei Gigabyte gibt es auch noch den VDG, aber den gibt es meistens auch, das haben sie so jetzt ein bisschen geändert. Hier steht alles, wie ihr das machen müsst. Ihr müsst ihn anschließen, na? Braucht ihr keinen Controller, wenn er keinen als ihr auf dem Mainboard habt, könnt ihr prima den SATA-Controller benutzen, beziehungsweise den SATA-Anschluss, den Controller benutzen und das Ganze mit anschließen. So, jetzt zu den Anschlüssen auf dem Lüfter. Wir haben hier den Anschlussport, den müsst ihr auf jeden Fall verbinden, und zwar mit, was ist er denn? Ja, VG, nee, den nehmen wir nicht. Hier sind immer zwei dran, damit er die weiterschalten kann. In diesem Fall wird einer hinten eingebaut und den lasse ich dann weiterlaufen. Und einer oben. Na? Sehen echt schick aus in Weiß, gefällt mir sehr gut. Mal sehen, wie das mit der Ausleuchtung ist, das zeige ich euch aber noch. Das schaltet ihr in Reihe. Und, also wie gesagt, einen da verbinden mit dem Kabel, in diesem Fall wird es das hier werden. Ich stecke mal das hier so zusammen. Machen wir mal. Und den nächsten Fan gehen wir damit weiter. Und verbinden ihn. Ich mache das jetzt einfach mal, damit ihr das wisst, was ich damit meine. So. Den nächsten stecken wir dann hier vorbei. Zusammen. Und dann habt ihr nur noch die Lüfteranschlüsse. Gut, ich werde jetzt einbauen. Dann kriegt ihr noch mal zumindest die Ausleuchtung zu sehen. Na, weil der Rechner ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ich muss euch jetzt ein bisschen freie Hand machen. Das kurze Stativ gerade nicht oben. Hier oben leuchten wir mal hoch. Natürlich kann man dann auch über die Software seine dementsprechende Farbeinstellung vornehmen und hört selbst. Ich weiß nicht, welcher lauter ist jetzt oder leiser ist, der Artic oder links vorne sind ja noch ein paar Lüfter verbaut von einer anderen Firma. Aber es passt gut ins System. Gut, dann hören wir uns jetzt gleich mal auf meiner Endbesprechung. Na, bis gleich. So, dann sind wir zurück von unserem kleinen Unboxing. Deswegen, ja, ich wollte es dreht doch. Und gleich zur passenden Firma. Okay, so meine Erfahrung kann ich jetzt schon mal sagen, sie sind leise. Na, ihr könnt natürlich auch die Lüfterkurve einstellen, dementsprechend per BWM. Die Ausleuchtung ist okay, bin ich sehr zufrieden, passt ins System. Also von mir klare Kaufempfehlung, 5 Sterne, da gibt es nichts dran zu meckern. Thermaltake baut immer gute Fans, genauso wie die andere Firma, die ich gerne benutze. Da gibt es nichts zu maulen. Es gibt sowieso nur 4 gute, große Hersteller. Na, der eine ohne RGB. Der macht Superlüfter, der andere auch ohne RGB, macht auch Superlüfter und die beiden großen. Aber hier sind wir jetzt bei Thermaltake und deswegen würde ich sagen, absolute 5 Sterne, habt ihr gut gemacht, gefällt mir in Weiß gut. Könnt noch mehr weiße Lüfter bauen, weil da wird es nicht langweilig. Nur mal so kleiner Spaß am Rande. Nein, Preis finde ich hier auch in Ordnung, 46 Euro auf Amazon. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr diesen kleinen Fan-Link nutzt, damit supportet ihr den kleinen Dagi-Kanal hier. Da schon mal für Danke und natürlich auch Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Die Osterreihe geht jetzt, ne? Nicht Eier suchen, sondern bei Dagi geht es weiter, Hardware suchen oder zeigen. Ich wünsche euch noch ein schönes, frohe Ostern. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Danke fürs Zuschauen und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und wem es gefallen hat, Daumen hoch, na, Abo da lassen. Können wir gut gebrauchen, wenn wir die 3000 voll machen. Mein nächstes Ziel. Jedenfalls danke nochmal für alles und wir sehen uns hoffentlich wieder zum nächsten Video, was natürlich am Start ist. In diesem Sinne sage ich tschüss und bye bye, bis zum nächsten. Check, macht's gut und bleibt gesund.